Oh mein Gott. Ja, diese Stadt hier finde ich irgendwie schön, oder? Ist das nicht toll? So mitten in der Wüste, so Wasserfälle und hat irgendwie was, ja. Jetzt habe ich vergessen, wie ich sie gesprochen habe. Hey, was machst du? Du solltest festhalten, Mann. Ich glaube, ich gebe ihm so eine Gangsterstimme oder so. Das sagst du so einfach, aber die hält nicht still. Wie soll man die da festhalten? Ey, da drin. Lass die Sperenzchen. Dauert auch nicht mehr lang. Hilfe, ich will. Moment, das war falsch. Hilfe, ich werde entführt. Lass mich hier raus. Mist, der Knebel hat sich gelöst, Alter. Ey, nervt bitte. Halt gefälligst die Klappe. Oh, verdammt mich. Hat der Kleine da etwa alles Böte angehört? Tja, wenn du alles mitbekommen hast, bleibt uns keine andere Wahl. Dein Pech, Kollege. Oh Gott. Das eine Herausforderung von Finsterling Hain. Oder Hain, wie auch immer man das aussprechen will. Flurmel und Flurmel. Wie ich auch noch gar nicht erklärt hatte, das habe ich jetzt einfach so vorausgesetzt. Wir spielen hier natürlich jedes Mal, und das, also zumindest fast jedes Mal im Pokémon Kolosseum, einen Doppelkampf. Was bedeutet, wir spielen immer 2 gegen 2 Pokémon. Mehr können nicht draußen sein, weniger schon, allerdings nur, wenn man nur noch eines hat. Ja, also standardisiert eben immer 2 gegen 2. So, nach Tara machen wir einfach mal wieder Biss, denn Flurmel und Flurmel sind auch beide Normal-Pokémon und in dem Sinne haben wir auch keine wirklichen Stärken gegen sie. Ja, und können uns eigentlich nur mit normal effektiven Attacken hier durchschlagen. So, das war das Flormel Nummer 1. Das ging relativ schnell und bis ja. Was ich vielleicht noch sagen sollte, Nachtara und Psyana sind zwei sehr ähnliche Pokémon, wie ihr vielleicht schon festgestellt habt. Sie sind beides Katzen und ja, jetzt habe ich sogar noch was vergessen, was ich gesagt habe. Wenn man mit einem Pokémon einen gewissen Level erreicht hat, dann können sie sich weiterentwickeln zu anderen Pokémon. Bei Psyana und Nachtara geht das nicht mehr, die sind bereits voll entwickelt, stammen aber beide von demselben Pokémon ab, was bedeutet, sie sind quasi verwandt oder so, wie auch immer man das sehen will. Nachtara hält ja 181 E-Punkte, ja genau, das sind eben die Erfahrungen. Jetzt haben wir ein neues Level erreicht, das habe ich jetzt einfach so überklickt, das tut mir leid. Da hat man eben jetzt die neuen Statuswerte gesehen, eventuell hätte man auch noch Attacken gesehen, denn mit zunehmendem Levelfortschritt können Pokémon auch neue Attacken erlernen. So, Spieler besiegte Finsterling Hain. Verflixt, du hast dir noch was auf dem Kasten. Ja, das Verflixt wollen wir hier mal nicht abbrechen bei einem Gangster. Das, nee. Die würden sowas eiskalt sprechen. Wer mit meinem Flummel fertig ist, muss ein besonderer Trainer sein. Aber dieses Gesicht, im Team Krall gab es, dieses Gesicht, im Team Krall gab es doch, was ist los? Was geht hier vor sich? Hilfe, Hilfe, Räuber, hier sind Räuber. Blödsinn, wir sind doch keine Räuber, wir sind Kidnapper, Kidnapper, verstanden? Du Vollidiot. Du redest uns doch um Kopf und Kragen. Und du freu dich nicht zu früh, klar? Wir werden uns wiedersehen. Und dann halt zeigen wir dir, was deine Pokémon, was eine. Wieso lispel ich jetzt so? Das passt irgendwie nicht. Wir sehen uns schon. Moment. Wir sehen. Ich krieg's nicht mehr. Wir sehen uns schon wieder. Und dann zeigen wir dir, was ist eine Pokémon, was eine echte Hake ist, Mann. Wieso lispel ich es? Ach, vergiss es. Oh je, ich glaube, da steckt jemand drin. Das ist so fest verknotet. Was sind das nur für Kerle, die so etwas machen? Oh yeah, und er befreit die mysteriöse Person. Ja? Ach gut, wir müssen einfach nur. Gut, wir können uns bewegen. Bitte hilf doch, den Knoten zu lösen. Ja, okay, dann. Hallo, ich wollte da hinten lang gehen, aber wenn du zu. Kannst du mir vielleicht helfen, den Knoten zu lösen? Tun wir. Der sechste Mal einem Strick fest zugebunden. Knoten lösen. So, sie zieht fest an dem fest verknoteten Strick. Langsam löst sich der Knoten. So, sie löst den Strick, mit dem der Sack verschlossen war.
Oh yes! Gott sei Dank! Endlich frei! Aber wo bin ich? Was haben diese Kerle hier, wo haben diese Kerle mich hingebracht? Wir sind in Feenak, der Stadt der wasserblauen Quellen. Und dieser junge Mann hat dich aus den Händen der Gangster befreit. Oh, da wird ja wirklich das Wort Gangster erwähnt. Das wusste ich gar nicht. Hey, und wie er gekämpft hat, das war echt klasse. Schade, dass du das nicht sehen konntest. Ach, tatsächlich? Danke, aber wer bist du eigentlich? Aha, du bist also Sozi. Mein Name ist... Und jetzt dürfen wir ihren Namen eingeben. Wie nennen wir sie denn mal? Wir nennen sie... Wir nennen sie... Das ist die Frage. Wir nennen sie... was fällt mir jetzt Tolles ein? In Anlehnung an irgendjemanden... Wir nennen sie, genau, wir nennen sie eiskalt... Tippi. Weil sie wird uns genauso begleiten wie Tippi in Super Paper Mario und mir fällt jetzt nichts Besseres ein, deshalb nennen wir sie eiskalt mal Tippi. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein konformer Name ist, aber das passt schon. Ich heiße Tippi, schön dich kennenzulernen. Die beiden haben mich in einer Nachbarstadt überwältigt und gefangen. Ach, diese Kerle haben nicht zufällig ein, sagen wir, ungewöhnliches Pokémon eingesetzt, oder? Ein ungewöhnliches Pokémon? Nein, die Pokémon waren ganz normal. Aber was genau meinst du eigentlich mit ungewöhnlich? Oh, naja, ist wohl nicht so wichtig. Du fragst doch aus einem bestimmten Grund, oder? Vielleicht solltest du dich mal einmal mit dem Bürgermeister unserer Stadt treffen. Er ist sehr zuvorkommend und kann dir bestimmt irgendwie helfen. Das Bürgermeisterhaus findest du gleich links, wenn du die Treppe hinter dem Springbrunnen hochsteigst. Der Bürgermeister? Ja, gute Idee. Der Bürgermeister weiß bestimmt etwas. Sag mal, Sozi, es ist vielleicht etwas unverschämt, aber ich kenne sonst niemanden, an den ich mich wenden könnte. Könnte ich dich für eine Weile begleiten? Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn wir Nein drücken. Wir drücken einfach Ja. Danke, Sozi. Und ich wusste genau, dass du das sagen würdest. Ach ja. Wenn du bei mir bist, dann können wir diese Rowdies, dann können diese Rowdies ruhig kommen, Sozi. Wir werden bestimmt ein tolles Team, denkst du nicht? Tippi schließt sich dir an. Epische Musik. Und ja, jetzt läuft sie uns die ganze Zeit hinterher. Wir können sie nicht ansprechen. Das Bürgermeisterhaus ist gleich links, wenn ihr die Treppe hinter dem Springboden hochsteigt. Ja, wir können sie nicht ansprechen während unserer Reise. Das heißt, sie läuft uns einfach nur dämlich hinterher. Wir können sie natürlich auch anlaufen, aber irgendwie, das macht meist wenig Sinn. Ein Pokémon. Formeo. Meo. Oder so. Es ist schwierig, ja. Gut. Marimarre. Das sind alles verschiedene Pokémon. Wenn wir sie im Kampf sehen sollten, werde ich zu denen nochmal näher eingehen. Aber in dem Sinne, nein. Was war das nur für ein Lärm am Eingang der Stadt? Sicher waren das wieder Rowdies aus der Nachbarstadt. Da hat er gut geraten. PC. Wir gehen einfach mal in dieses Gebäude. PC steht nämlich für Pokémon Center. In einem Pokémon Center können wir... Willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Das sollte ich vielleicht mal mit einer bisschen weiblicheren Stimme sprechen, aber egal. Okay, wir benötigen deine Pokémon. Okay, ich nehme dein Pokémon für einen Moment in meine Obhut. Dididio. Epische Musik mal wieder. Danke. Deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Gut, was sagt der hier? Hey du, schau mal, das hier ist wirklich cool. Siehst du, das ist ein Stadtplan von Feenak. Sieht toll aus, oder? Hier kann man echt viel drauf erkennen. Eine holographische Darstellung der Stadt. Ja, das ist toll. Ein alter Mann. So ein PC verwendet man nicht nur, um Spielstände zu speichern. Du kannst über ihn auch auf das Pokémon-Lagerungssystem zugreifen. Ja, wir leben schon in einer praktischen Welt. Das muss ich einfach so sprechen.
So, hier, das ist unser PC. Hier können wir unter anderem Pokémon lagern bzw. wieder aufnehmen, wenn wir mehr als 6 hätten. Aber das sieht momentan noch relativ mau aus. Deshalb haben wir hier erstmal nichts zu suchen. Das Itemlagerungssystem. Wenn wir zu viele Items haben, können wir hier auch Items ablegen und Items dann auch wieder gegebenenfalls aufnehmen. Und auch wegwerfen, was aber wenig Sinn macht. Und wir können hier auch speichern. Wir spielen bereits, oh mein Gott, 24 Minuten. Was habe ich euch da nur angetan? Wir haben bis jetzt eigentlich nichts gemacht. Aber wir haben immerhin schon mal so ein bisschen die Grundzüge erklärt. Und das geht in Zukunft wahrscheinlich auch schneller. Im Regal stehen Bücher zum Thema Pokémon. Im Regal stehen Bücher zum Thema Pokémon. Was sagt die hier noch? Oh, ihr seid auf Reisen. Seid ihr auch Pokémon-Trainer? Ja. Ich wusste es. Ich habe mir gleich so etwas gedacht. Da könnt ihr den PC in diesem Pokémon-Center benutzen, um euren Spielfortschritt zu speichern. Wisst ihr, in jedem Pokémon-Center stehen PCs, die jeder Trainer benutzen kann. Interessant. Ja, das haben wir bereits irgendwie erklärt gehabt. Hier unten haben wir noch einen PC und zusätzlich noch... Tut mir schrecklich leid, aber wir renovieren noch. Kommt doch später wieder. Ja, hier unten im Regal stehen Bücher zum Thema Pokémon. Kann man Pokémon tauschen, und zwar mit den Gameboy-Editionen, wenn man so ein gewisses Kabel hat, mit dem man Gameboy und Gamecube miteinander verbinden kann. Und ja, das war's dann eigentlich auch. Das werden wir auch nicht nutzen. Wir werden hier komplett nur mit Pokémon aus diesem Spiel spielen. Hey, wenn das nicht das hübsche Paar von eben ist. Wie steht's? Habt ihr etwas in Erfahrung bringen können? Nö. Echt? Das ist aber blöd. Warte mal, wenn es um Pokémon geht, dann kann man euch bestimmt in der Prima-Arena helfen. Offiziell ist sie bekannt als Pokémon-Arena, aber die meisten Trainer nennen sie nur Prima-Arena. In der Prima-Arena trainieren die besten Trainer, damit sie selbst und ihre Pokémon noch besser werden. Ich denke, dort werdet ihr sicher etwas erfahren. Die Trainer dort kennen sich mit Pokémon wirklich gut aus. Die Prima-Arena findet ihr in der Stadtmitte, steigt einfach die Treppe hinter dem Brunnen hoch. Joa, was sagst du hier noch? Bevor ihr weiterreist, solltet ihr eure Vorräte im Itemshop auffüllen. Ihr müsst wissen, das ist der beste Itemshop in der ganzen Umgebung. Wollte er sagen, dass es sein Shop ist? Oder habe ich mir das... Naja. Ich habe zwar noch keine Pokémon, aber ich komme jeden Tag hierher. Es macht einfach Spaß, die vielen Pokémon-Artikel zu sehen, die es hier gibt. Was sagst du noch? Wenn deine Pokémon geschwächt sind, solltest du ihnen einen Trank geben. Ein guter Trainer sollte immer genug Trank bei sich haben. Schließlich gibt es immer ein Pokémon-Center in der Nähe und dann ist so ein Trank wirklich hilfreich. Es ist schon wieder die falsche Puppe herausgekommen. Ich will die unter der Kapsel da. Tja. Hallo, willkommen im Itemshop. Wie kann ich dir helfen? Ja, auch hier können wir wieder was kaufen. Zusätzlich dazu Trank und ich glaube, hier gab es nicht wirklich anderes. Hier oben haben wir noch gegen Vergiftung hilft gegen Gift, gegen Paralyse hilft Paraheiler, gegen Schlaf hilft Aufwecker. Aber wenn deine Pokémon einen Kampf einschläft, brauchst du es nur zu rufen, um es aufzuwecken. Das ist wesentlich billiger. Genau, und damit waren wir dann auch schon bei der vierten Option im Kampf. Mit Rufen können wir nämlich Pokémon aufwecken und noch andere Sachen machen, was wir aber erst später erfahren werden. Um wilde Pokémon zu fangen, braucht man Pokébälle, das weiß jeder. Aber in dieser Gegend gibt es bekanntermaßen keine wilden Pokémon. Deshalb besteht keine Nachfrage und deshalb verkauft keiner welche. Das weiß aber auch jeder. Ja, wir wissen es jetzt zum ersten Mal. Hier gibt es keine wilden Pokémon. Itemshop. Ja, hier könnten wir noch andere Items kaufen, wie zum Beispiel den Megablock, der verhindert, dass wir eine Statusveränderung in einem Kampf erleiden bei einem Pokémon. Angriff Plus hebt die Volltrefferquote für einen Kampf. Volltreffer sind einfach Glückstreffer, die den Schaden annähernd verdoppeln. Und ja, den haben wir jetzt noch nicht gesehen, aber die Prozentzahl wird damit, also die Wahrscheinlichkeit auf den Volltreffer wird einfach erhöht. X-Angriff hebt den Angriffwert für einen Kampf, X-Abwehr erhöht den Verteidigungswert, X-Tempo den Init-Wert. Der Init-Wert, ich glaube, das werde ich auch gleich nochmal erklären. Dann machen wir einfach so eine ganze Session, beziehungsweise 3 Videos nur mit Erklärungen. Das tut mir dann mehr oder weniger leid, aber es ist schön, ja. Treffer hebt die Genauigkeit für einen Kampf und hebt den Spezialangriffwert für einen Kampf. Genauigkeit, also, na, das werden wir auch noch sehen. Spezialangriff...
ist auch noch eine andere Form des Angriffes. Also hier, das ist jedenfalls unser Startmenü. Da können wir einfach mal reingehen. Und Pokémon. Gehen wir jetzt einfach mal drauf und schauen uns den Bericht von Nachtara an. Hier sehen wir alles noch ein bisschen ausführlicher. Ja, OT heißt einfach Besitzer. Und ID-Nummer ist eigentlich egal. Das ist einfach nur... Das ist jetzt quasi unsere Nummer. Unsere, ja. Und Fähigkeit Synchro gibt Statusprobleme weiter. Eine Fähigkeit ist auch bei allen Pokémon unterschiedlich, beziehungsweise, naja, nicht bei allen unterschiedlich, aber es gibt viele verschiedene. Manche Pokémon, auch verschiedene Pokémon, haben dieselbe Fähigkeit. Allerdings, ja, es gibt eine sehr große Vielfalt an Fähigkeiten. Und hier das besagt einfach, wenn uns irgendjemand ein Statusproblem zufügt, dann kann es passieren, dass derjenige, der uns das zugefügt hat, dasselbe Statusproblem erleidet. Statusprobleme sind Sachen wie Paralyse, Verbrennung, Einschlafen und sowas in der Art. Können wir dann eben weitergeben. Dasselbe hat auch Psyana. Ja, darunter sehen wir eben die Statuswerte. Angriff ist eben, Angriff und Spezialangriff, Verteidigung und Spezialverteidigung. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, für was das steht. Also Angriff ist für eine bestimmte Sparte an Attacken und für die andere Sparte ist Spezialangriff zuständig. Wie genau sich das aufteilt, weiß ich allerdings nicht. Für welche Attacken gilt Angriff, für welche Spezialangriff? Das wäre nett, wenn ihr das unter mein Video vielleicht beschreiben könntet oder mich da in der Beziehung irgendjemand aufklären könnte. Ich habe das bis jetzt eher mehr so auf gut Glück gemacht. Aber wir sehen hier jedenfalls, dass Nachtara eine deutlich stärkere Verteidigung als Angriff hat. Und Init steht einfach für die Schnelligkeit, also für die Agilität. Was bedeutet, je mehr Init man hat, desto früher fängt man in einer Runde an mit seiner Attacke. Und je weniger, desto später eben. E-Punkte, das sind die Erfahrungspunkte, ja, nächstes Level und Wesen, Hitzig mit Sozi gut befreundet. Hitzig bestimmt, glaube ich, auch nochmal, wie sich die Statusprobleme im Weiteren, nicht die Statusprobleme, wie sich unser Status im Weiteren verhält. Also mit Hitzig könnte ich mir vorstellen, dass wir eher mehr Angriff bekommen, was bei Nachtara wahrscheinlich auch eher schlecht ist, weil wir bei Nachtara mit so viel Verteidigung auch eher auf Verteidigung gehen sollten. Naja, Pech gehabt, ich werde es jetzt nicht neu starten oder so. Mit Sozi gut befreundet bedeutet einfach, ja, es mag uns mehr oder weniger. Das ist dann für so Attacken wie Rückkehr verantwortlich, was ich im Kampf schon mal gesagt hatte. Bänder, das ist sehr unwichtig, das werden wir in diesem Spiel selten sehen. Und ja, das sind einfach so Auszeichnungen, die brauchen wir jetzt nicht genauer zu betrachten. Ansonsten haben wir hier erst einmal nix. Das ist gut.